Wir nehmen drei Trupps der Schützen damit und schicken Wagengruppe 0 schon mal rüber, um das zu holen. Wenn's denn sein muss. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Wag soll sich die Kisten snacken. Die sorgen für ein bisschen Ablenkung. Die Schützen hier gehen dann gleich mit und können dann als Wache hier stehen. Wir können die im Zweifel entlassen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Nein, Kathedrale zuallererst. Die gehen einfach durch die Wälder und suchen sich Dinge zu töten. Bauernhof noch da. Feinde greifen euch an. Kalt? Natürlich ist mir kalt. Ja, Gruppe 1 wird angegriffen, das weiß ich, aber die machen das. 6500 Taler und einigen Technologien, 800 Eisen, geschafft. 1800 Holz. Wie ihr wollt. Wertvoll. Oben werden wir angegriffen. Kanone, nein! Zahlen ihre Steuern. Ja. Dahinter. Ich hab getan, was ihr wolltet. Oh nein, jetzt haben wir auch hier jemanden verloren. Seht euch zurück. Ihr werdet angegriffen. Die Hintermänner werden hier gerade geschlachtet. Außerdem habt ihr euch. Ihr habt euch von der Hauptarmee getrennt. Kein Wunder, dass ihr jetzt geschlagen werdet. Und jetzt kommen da ein paar Truppen rüber, um das hier anzugreifen. Ja. Das möchte ich ja nicht. Ja. Wag, wenn du sie auf dem Eis halten kannst, halt sie auf dem Eis. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich meine, im Zweifel ertrinkst du mit. Passiert dann halt. Oh, wir setzen Dunkeltürme. Wusste ich nicht. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Der Feind attackiert. Kommt ihr wohl wieder zurück, Gruppe 1. Ihr könnt ja nach vorne gehen, du gehst deine Truppen auffrischen. Wie ihr wollt. Ausbau fertig. Wir forschen kurz die Stadtwache. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? Ich könnte schwören, ich habe gerade so eine Elfe gesehen. Dort oben. Hier geblieben, Leute. Wir bleiben hier. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Oh, sieh an, wer da lang gehen will. Wie ihr wollt. Ich tue mein Bestes. Euer Dorf steht unter Beschuss. Natürlich. Aber warum gehen die da lang? Wo wollen die hin? Wollen die da oben angreifen? Der Tag der Abrechnung. Sieht ganz danach aus, dass sie das wollen. Aus der Richtung hier oben werden wir auch gar nicht angegriffen. Hier sind keine Feinde. Interessant. Ja, na gut. War, komm mal da weg. Ich will nicht, dass du im Wind, dass du im Sommer wieder festhängst. Eure Siedler werden gesegnet. Das sollte ja im besten Fall nicht passieren. Zahnrad haben wir noch gar nicht geforscht. Beheben wir das mal ganz kurz. Na gut. Aber gern. Sicher das. Und stellen uns hoch zu 03 Schmieden auf. Ja. Wie ihr wollt. Natürlich. Aber gern. Wir haben uns die Schwefelmine hier noch gar nicht geholt. Ja, ja. Kein Problem. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach. Das ist noch eine Kiste. Wag. Ja, in Ordnung. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Fertig. Ein Seil gesegnet. Soweit so läuft das alles sehr schön. Es gibt zu wenig Betten in eurem. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. An den Betten arbeiten wir gerade. Das hat uns nicht lange gefallen. Sobald das Zahnrad durch ist, geht's an die Metallurgie.
Feinde greifen eure Häuser an. Alles in Arbeit. In Ordnung. Fertig, Meister. Ich hab getan, was ihr wollt. Okay, da oben wird's an mich eng. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Mit einem riesigen Haufen Holz. Einige Siedler haben nichts zu essen. Geschafft. Bilden wir noch ein paar Bogenschützen aus, um dagegen zu halten. Wag, du wirst oben gebraucht werden. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine. Hier hoch. Wieso? Dort Leute. Oben im Baum. Es gibt zu wenig Position halten. In eurem Reich. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Alle Bauern. Ihr übernehmt die Rolle von der neuen Gruppe 2. Siedler haben nichts zu essen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit. Ach, die Technologien sind schon durch. Ich war gestern nämlich bei dieser Lichtung und habe Holz gefällt. Fertig, Meister. Die Feinde sind leicht überfordert mit dem, was sie hier versuchen. Es gibt nicht genug zu essen. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Fertig. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. So. Gruppe 0 ist da. Kann auch mal kurz rüberkommen und einen noch nicht baubaren Schießplatz hier rüberbringen. Hoppla. Legierung zuerst, damit wir die Schmieden ausbauen dürfen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So, nehmt die wieder in Gruppe 2 auf. Und immer beten. Dann können wir gleich ein paar Uhren setzen, um die Motivation hochzuzimmern. Jetzt zum Beispiel schon. Natürlich. Hier oben bei der Mine stört sich ja bestimmt niemand daran. Unwahrscheinlich, dass jemand hier hochlatscht. Sofort. Kein Problem. Natürlich. Ihr seid auf Feinde gestoßen. So. Okay, hier kommen ganz schön viele Leute gerade an. Bringt sie zu den Türmen. Und bekämpft sie hier. Ja, die beginnen uns Schaden zuzufügen. Stellenweise. Aber die Türme machen die Hauptaufgabe. Über das Wissen über eine neue Technologie. Legierungen sind durch. Drei Gruppschmieden, bitte. Jawohl. Ja. Uni. Den ist her, bitte. Eure Siedler werden gesegnet. Vergesst es. Ja. Dann setzen wir uns hier oben einen Schießplatz hin, damit die Truppen nicht so weit latschen müssen, um sich aufzufrischen. Und der hier hat seine 5 Sterne fast erreicht. Das ist bei 4 Stück. Sind alle bei 4 Sternen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ein so. Ist in Schwierigkeiten. Der Feind attackiert. Ja, das hält die Front für eine kurze Weile alleine. Ausbau abgeschlossen. Stop! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir arbeiten an der Versorgung der Leute, die eure jetzt neu dazugezogen sind. Wir haben noch nicht so viel Platz. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Platz, wenn ich nicht den Bauernhof gedreht hätte, aber Kleinigkeiten. Hier. Hier drüben, Platz machen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eine neue Technologie ist erforscht. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören. So und runter. Dort oben im Baum.
Schießplatz ist geforscht. Oder stehen ist jetzt geforscht. Schießplatz wird gebaut. Euer Dorf steht unter Beschuss. Forschen wir die Taktiken in der Zwischenzeit. Eure Siedler werden gesegnet. Einfach weil wir es können. Ich hab getan, was ihr wolltet. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? So, und Wohnhaus kriegen wir wahrscheinlich. Ja, kriegen wir wahrscheinlich untergebracht. Das wird funktionieren. Hier würde es sogar schon passen. Wir brauchen aber den Bauernhof gerade zuerst. Dann fangt hier an zu holzen. Macht das Zeug weg. So, wir brauchen gerade nicht so viel Steine. Also kommt mal hier runter und helft beim Holzen. Gruppe 6, Bäume hier. Macht sie irgendwie weg. Sagte los! Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt. Beten! Priester segnen die Bewohner der Stadt. Feinde haben eine Verbindung. Hier haben wir ein Wohnhaus ausgebaut werden kann. Hier kann ein Wohnhaus ausgebaut werden. Wir können die hier oben ausbauen. Euch können wir frisch machen. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Euch 5000 Hitpoints von 150? Dafür sind wir gerade. Von mir aus. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Soll mir recht sein, wenn die aus irgendwelchen Gründen so ausrasten. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr... Ich muss nicht wissen, wie das passiert ist. Aber ich kann mich damit zufrieden geben, dass der Fall ist. Ausgebaut. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Bleibt ein bisschen kontrollierter, Leute. Hier oben brauchen wir keine Sachen. Hier, macht diesen Baum da weg. Wird immer noch alles schlimmer werden, wenn wir den nächsten Ausbau hier machen. Gruppe 9 kann bis dahin, hierhin, noch einen weiteren Bauernhof setzen und vielleicht für ein bisschen Entlastung sorgen. 5 Sterne, 32 Schaden. So, komm mal hier rüber. Ihr werdet angegriffen. Bauen wir mal hier aus. Die verhalten sich irgendwie ganz komisch. Eure Siedler werden gesegnet. Ich zeige euch den Weg. Wie lange hält dieser Winter eigentlich noch? Wieder rein. Hey, wir haben schon Pavillon hier. Ah gut, ich hab die Kathedrale direkt neben dem Pavillon gesetzt, weil ich so vorausschauend bin. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Was ist da? Ich zeige euch den Weg. Ihr werdet angegriffen. Oh! Eureka! Gut zu wissen. Ich zeige euch den Weg. Es gibt nicht genug zu essen. Metallurgie. Oh, den einen hier oben zu bauen hat so viel Entlastung gesorgt, dass hier hinten schon fast der ganze Platz frei geworden ist, den wir brauchten. Was? Ja. Wieso? Hä? Kommt zurück. Wo seid ihr alle? Lasst mich bitte meine Arbeit. Achso, der war noch beim Auffrischen. Das erklärt, warum die so komisch verteilt waren. Gut, wo würden wir unsere Steinmetze aufschneiden? Hier. Klar. Und dann
Natürlich kommen unsere drei Steinmetze neben die Mine. Könnte ich den ganzen Kram direkt da rausholen. Vereinfacht den ganzen Spaß. Euer Dorf steht unter Beschuss. Zahltag. Ja. Mehr Uhren. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Komm schon, einmal voll machen. Einmal voll machen. Dort oben im Baum. So. Fertig. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Ach, das ist schon eine Zitadelle. Nicht genug zu essen. Ich hatte mich gewundert, wir können die ganzen Forschungen machen, aber... Wird angegriffen. So. Wir können gleich schauen, ob irgendwelche Forschungen noch nicht verfügbar sind. Geschafft. Euch. Nein, sieht soweit alles sehr verfügbar aus. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ach, komm schon. Vielleicht liegt es an dem Stein hier unten. Einige Siedler haben nichts zu essen. Forschung abgeschlossen. Falls es ist, müssen wir das Wohnhaus einreißen, nach unten verschieben. Und einen Bauernhof hier hinsetzen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Der Schießplatz kann ein bisschen weiter nach vorne gehen dafür. Aber gern. Aber gern. Aber gern. So. Segnen die Bewohner der Stadt. Hier geblieben. Und es regnet. Sehr schön. Das Gebiet hier oben ist damit entsprechend sicher. Kanonen tun wir fort, Metallurgie. Metallurgie haben wir gerade nicht. Hüllt sie. Wenn ihr mich kitzelt? So hohe Steuern hab ich Metallurgie haben wir. Das ist Ausbeutung. Ihr habt nicht genug Vorbeute. Ah, okay, Kanonen tun. Es gibt nicht was? Genug zu essen. Aber. Ey, ich muss es nicht wissen. Manchmal ist Schweigen wirklich Gold. Okay, der passt hier in Gruppe 9. Ja, Bauernhof ja. Dahin. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung. Gruppe 8. Ich weiß es am Holzhacken. Geht sie auf den lustigen Stapel da. Gruppe 7. Okay, hier haben wir hier. Gruppe 6. Steinhaufen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. So, was wir Steine haben. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Okay, die Kaserne passt auch hier vorne hin. Da kommt hier vorne eine hin. Nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Soweit, so gut. Dann können wir uns gleich an. Wir bauen uns gerade in aller Ruhe erstmal auf. Also, wir hätten die Gegner wahrscheinlich schon zum guten Teil vernichten können. Wenn wir es gewollt hätten. Seht durch mein Fernglas. Jawohl. Zahltag. Das ist noch eine Kiste. Wag. Kiste. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ihr habt. Gruppe 5 geht kurz darüber. Dann die Sägemühlen alle ausbauen, die beiden Ziegelhütten ausbauen und dann versichern, dass alle Leute versorgt sind, dann ist das gut. Dann steht unsere Stadt. Ja, wir haben keine Alchemisten, aber ich habe nicht wirklich vor, auf Scharfschützen zu gehen. Dementsprechend
ist es ja erstmal egal. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Kein Problem. Fertig. Natürlich. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Und jede Rohstoffart und Technologien. Fertig. Da ist übrigens auch hier gewesen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das Gebäude ist... 0, 0. Eure Bauernhöfe... Okay, 0 Technologien. Nicht genug Essen. Geschafft. Denn ich habe mich schon gewundert, wir haben die ganze Zeit angeblich Technologien bekommen, ich hätte ihr keine gesehen. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ihr werdet angegriffen. Fertig, fertig. So, wir brauchen noch eine weitere Uhr hier neben die Uni. Und eine Reiterstatue. Ja, wird erledigt. Hier geblieben. Ich habe mich doch gerade das. Ah ne, genau, die hier. Waren gerade frisch gemacht. Zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir so. Zahltag. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Komm schon. Danke. Geschafft. Ah, Lundenschloss. Beten. Segnen die Bewohner der Stadt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Das ist Wucher. Nehmen wir diese Forschung einfach mal alle mit. Senkt die Steuern. Machen, weil wir es können, 3 Feinschmieden draus. Es spielt keine Rolle, aber wir machen das einfach. Ja. Natürlich. So. Und so. Lieber als das. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung. Reparier kurz mal die Wohnstadt, die leidet ein wenig. Das darf ja nicht passieren. Wir forschen kurz mal den hier. Platz für nur. Nein! Eine neue Technologie. Gott sei Dank, ihr habt ihn ermordet. Ausbau vollbereitet. Ausbauen. Heilig sprechen. Oh, okay, wir sind schon beim maximalen. Den Anfang. Über das Wissen über eine neue Technologie. Jupp. Müssen also noch ein paar Sachen verteilen. Könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Schulden. Wir sehen, die Hintermänner sterben natürlich drastisch schneller. Aber die Hintermänner sind im Endeffekt ein kleines zusätzliches Hitpoint-Puffer, das wir einsetzen können, damit die Leute in der Lage sind, nicht einfach elendlich zu sterben. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. So. Forschung abgeschlossen. Eure Arbeiter im okay. Architektur. Ihr zieht uns das ist Wucher. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist auch. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind. Das ist Wucher. Okay, wir brauchen hier 3. Hier oben einen. Ausbau. Fertig. Die Reiter hier wurde nicht, oder die Reiterstatue hier wurde nicht fertiggestellt. Das ist ja fast schon peinlich. Wenn sie steht, müssten wir, glaube ich, in so einem Prozente zusammen haben. Feinde greifen eure Häuser an. Bewacht das zum Angriff. Na, es könnte noch ein bisschen was fehlen. Teleskop. Und dann haben wir es zusammen. Das lassen wir uns nicht lange gefallen.
Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Kriegen meine Jungs. Du ziehst zurück, friss dich auf. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, die werden ausgebaut. Du nicht. Wir können so Truppen sowieso nicht hochforschen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich bin hier bauen wir aus. Hier bauen wir aus. Schaut in die Ferne. Und dann rennen wir gleich einmal über den Abschaum rüber. Oh, es wird Winter. Der Winter. Das ist nicht nett. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ausbau fertig. Oh, Steine sind ausgegangen. Hoppla. Als so hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Okay, wir haben den Hunger nur verschoben. Auf ein paar Bauern. Toll. Wunderbar. Immer wieder schön zu sehen, dass Bauernhöfe auszubauen sich immer so unfassbar stark lohnt. Gruppe 1. Gruppe 0. Geh das reparieren. Bitte. Meisterschütze. Marschieren. Ausbau fertig. Zwei große Wohnhäuser sind ausmachen. Also wir müssten das meiste beheben, womit wir jetzt zu tun hätten. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Oh je. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ja. Ich tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. Bis in den Tod. Zahltag. Dann tötet mal. Das wuselt hier schon ordentlich. Attacke. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Was macht ihr da schon wieder? Ihr werdet angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Seid gesegnet. Jimmy. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Das Gebäude ist ausgebaut. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Habe ich mir gedacht. Seid ihr noch da? Ihr zieht uns da. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. So. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Einmal besser voll machen. Geschafft. Gut, ich denke, wir sollten den Feind hier unten im Süden zuerst vernichten und dann Richtung Norden vorstoßen. Die Front hier oben muss einfach nur halten. Also bereiten wir uns darauf vor und gehen dann gleich zum Angriff über. Feinde haben einen Arm. Nein, Leibi! Das Gebäude. Nein! Jedenfalls, Gruppe 0. Um all eure Macht euch bereit für unseren baldigen Vormarsch. Wir haben 1, 2, 3. Und ich heute Abend frei. Das kann ich. Waren wir nicht bei 9 Trupps? Jawohl. Ich muss nicht wissen. 3. 4 ist die Kanone. 5 ist der Kunschi. 6 ist ein leibeigener Trupp. 7, 8 und 9 sind auch Leibis. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich... Ja, passt schon. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Holz gefällt. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Einmal hier rüber. Dachchef, kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir... Eure Siedler werden gesegnet.
Einmal hier rüber. Kanonenturm. Und dann rollen wir mit denen einmal kurz über die Basis hier drüber, machen die weg und sind zufrieden. Sobald die wechseln, können wir unsere ganzen Kräfte Richtung Norden richten und mehr Truppen ausheben, um hier wirklich reinzudrücken. Denn wir können das hier unten wegmachen, ohne die Bogenschützen oder von da oben abzuziehen. Aber das hier oben würde vielleicht von uns erfordern, dass wir mehr Truppen von hier unten wegziehen. Und ich möchte unsere Elite-Truppen auf jeden Fall da oben einsetzen können. Das Wetter ist auf unserer Seite, wunderbar. Kunji 5. Wir werden dich für die Offensive auch brauchen. Aus euch machen wir jetzt Gruppe 2. Gruppe 2 ist einfach eine Horde. Gruppe 1 ist unsere Elite-Einheit. Vaag ist der Held. Feinde greifen euch an. Sicher. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, das nehmen wir uns gleich. Zuerst kümmern wir uns um den Abschirm hier unten. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Guten Tag. Keine Türme? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Sicher. Dann überrollt sie. Ja. Jawohl. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. So. Einmal drüber. Einfach einmal rüber über den Spaß. Kann ich die Türme, wo es geht? Seht her. Die Hintermann ist natürlich abgeschlachtet worden. Euer Dorf wird angegriffen. So. Nächster Turm. Es klart auf und wird wieder warm. Und dann schicken wir Gruppe 2, um sich mit den Truppen zu befassen. Gruppe 1 kann die Gebäude wegmachen. Weil die einfach gut darin sind, sowas zu tun. Bewacht das Gebiet. Kriegen so. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Euer Dorf steht unter Beschuss. Zahlt da. Entschuldigt. Na. Ach, da hinten ist Vaag. Ich dachte, wir wären mitgekommen. Ich brauche eure Hilfe, Freunde. Fertig. So. Ja. Und dann dahin. Oder können wir von hier aus hier rüber gehen und die Feinde hier zerschlagen?